Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde von Final Fantasy X HD Perfect Game. Wir sind im Luftschiff über Spewa, endlich. Und zwar diesmal auch mit freiem Handlungsradius. Und da bin ich auch ganz froh drüber, denn das brauche ich jetzt. Wir wollen noch zwei kleine Erledigungen machen. Die erste wäre, wir wollen nach Guadalajara fliegen. Fresse, nicht here we go, sondern Fresse. Denn hier gibt es erstmal Nav Guado. Ich glaube, es war der. Ne, es war Noi. Scheiße. Nav Guado. Der hat aber, glaube ich, auch gelbes Haar. Why are you in Guado Salam? What business have you here? You want to start something? If it would please you to harm a defenseless old man. Then burn me, boil me, it matters not. Huh? Lord Seymour is gone. No lord rises to take his place. The Guado merely wait for sin to come and finish us off. Why should I care what you do to me? Oh. If it meant rejoining Lord Giscoll and Lord Seymour, then your taking off my head would be the greatest kindness. Warum rennst du dann weg? Los, komm ran. Nav Guado. Das ist, glaube ich, sogar in der. Richtig. Das ist nämlich so ziemlich der schnellste, auch wenn es jetzt noch nicht der schnellste ist, aber einer der schnellsten Abwehrspieler mit relativ anständigem Wert. Also der hat mit dem höchsten Wert dann insgesamt. Auch wenn er aktuell noch ziemlich grauenhaft ist, auch wenn er 25 ist, das nicht unbedingt das Beste, aber naja, was willst du machen? Hat immerhin schon Fernkampf, dementsprechend wird er in viele Kämpfe reingesogen werden und er hat auch schon ziemlich alles vollständig. Das war der KI relativ krass, also die halten immer alles fast vollständig, ist total übel. Den wollen wir natürlich und den verpflichten wir auch gleich um 99 Spiele und hauen dafür Zaretz raus. Und dann habe ich eigentlich mein komplettes Lieblingsteam vollständig. Abgesehen von Durin, aber kann man nicht großartig ändern. Wo rennt er jetzt eigentlich hin? Rennt er jetzt hier eine Runde oder was? Ne, bleibt stehen. Auch nicht schlecht. Ja, wir wollen noch was mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind, dann laufen wir natürlich nicht hier dreimal hin und her, sondern folgen erstmal Twammel ins Abyssum. Da gibt es nämlich noch ein Kistlein. Hallo! Come to kill the old man. Ich finde das großartig, wie er einfach so meint, so, ja, töt mich halt, hab keinen Bock mehr. Aber sich selber umbringen, denkt er nicht dran, oder was? So. When Lord Giscoll was alive, the Guado knew prosperity and honor. But now, we Guado wither and crumble. I myself could have done more to stop this. Forgive me, Lord Giscoll. Halt aber hier nicht so laut rum, ich will nur an die Kiste, meine Güte. Da ist die Mars-Marke drin, wichtig. Lord Giscoll. Fresse. Und was geht hier so? I'm still not the person I wanted to become. Not yet. I'll come back to let you know how things went. Auch schon, wie sie im Englischen sagt, dass sie noch nicht die Person geworden ist, die sie werden möchte. Im Übersetzungstext steht halt nur da, von wegen, ich habe es immer noch nicht geschafft. Aber naja. Gut, das war der erste Teil von dem Part. Der zweite wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Aber wir haben jetzt mal die Mars-Marke. Das war neben Nav Guado jetzt der Hauptgrund, warum ich das noch fix eingefügt habe. Wobei eher Nav Guado der Hauptgrund war, glaube ich. Ja, doch. Der ist schon relativ wichtig, weil wenn ich jetzt anfange zu trainieren, dann... Nun ja. Wäre es doof, wenn ich jetzt mit unvollständigem Team trainiere. Ich habe übrigens Brüderchen als zweiten Mittelfeldspieler, damit ich wechseln kann zwischen einem wirklichen Allrounder, der langsam ist, und einem einfach nur offensiven Angriffsschwein, der halt mit voller Geschwindigkeit wegschwimmt. Zum Flugschiff. Und wir waren ja in der letzten, vorletzten Folge, müsste es gewesen sein.
Ja. Waren wir in Xehanort? Halt aber die Klappe. Und in Xehanort gab es einen Tempel quasi, also einen Yevon-Tempel. Auch in Xehanort haben wir nicht den Fraktura-Schatz gefunden. Here we go. Und das kann natürlich nicht sein. Den müssen wir natürlich noch holen. Denn in jedem Tempel gibt es einen Fraktura-Schatz. Das war jetzt eine Lüge. Aber ihr wisst, wie ich das meine. So, hier gibt es jetzt mittlerweile auch eine Abkürzung. Die Umgebung ist links. Und man kann auch noch weiter abkürzen. So, Korridor ist nach oben. So spart man sich irgendwie die ganzen Kämpfe. Außer halt auf dieser kurzen Strecke, aber mein Gott, was soll's. Na, was geht? What good is this place? All that trouble getting here only to find ruins. Well, a lot's happened. You should know. There's no more final summoning. What do you mean? Hey, we've got a plan, okay? And this plan's going to work? It has to. So, you're saying it's all in your hands now. Fine. You do what you like, however you like. I'll just wait my turn. Well, it doesn't matter who does the deed, but are you sure you're up to it? You just watch. We'll get Sin. Oh, I'm sure you will. Bartolo, shall we? So eine dumme Typin, ey. So, Speicher muss hier nicht sein. Hier ist nichts Gefährliches drin. Das ist auch wieder eine Lüge. Aber just in dem Moment noch nicht. So, jetzt sehen wir doch hier was anderes als vorher. Wir sehen jetzt hier nicht mehr die Symbole, sondern wir sehen weiße Vierecke. Und genau darum geht es. Jetzt muss man sich das ungefähr nochmal in Erinnerung rufen, wie das hier aussah. Ja, das war ein langes, das war... Das ging bis hierhin. Ich glaube, ein weißes war hier. Aber das weg. Was ist denn dann das da oben? Geht das bis dahin? Ach, stimmt. Da ist das hier ein S, dann müsste das hier ein weißes sein. Genau. Und genau darum geht es eben. Oh, mein Akku ist gleich leer. Schön. Man muss jetzt hier die weißen Stellen finden. Ich hoffe, der hält es auch zu 10 Minuten. Da habe ich keine Lust eigentlich, hier aufzustehen und meinen zweiten Controller zu holen. Seht ihr mal, wie lang die Aufnahmesession schon ist. Denn ich habe den frisch aufgeladen aus meinem Ladestation-Dingens geholt. Ach, da wollte ich ja gar nicht rein. Nerv jetzt nicht rum hier. Ich empfehle euch nicht, darunter zu gehen. Ganz und gar nicht. Okay, was gab's noch? Das war... Verdammt. Verkackt. Okay, nein. Okay, ja. Hier war auch keins dazwischen. Nein, nein. Das hier war aber eins. Genau. Und das hier. Und dann wieder der im Vorraum. Das müsste dann aber alle gewesen sein eigentlich. So viele sind es nicht. Doch nicht. Also laut Anzeige sind es ja 7, aber das haut nicht hin. Ich glaube, das sind weniger. Das war ein rotes, das war ein rotes. Das war... Hier ist ein 1. Stimmt. Noch eins? Are you kidding me? Mal im Vorraum noch eins. Nee. So eins, müsste das so eins sein?
Das hier oben? Ah, tatsächlich, guck an. Hm. Hat es aber nicht unbedingt gebracht. Wie war denn das hier? Wenn das so eins ist, dann könnte das hier noch eins sein. Ha, doch. Guck. Da haben wir es. Es sind doch sieben. Täuscht ganz schön. Oder waren es sechs? Nicht mitgezählt, egal. Gut. Dann findet man nämlich hier einen lustigen Fraktura-Spheroid. Mit dem man dann lustig rumrennen kann. Aber wir wissen ja, wie es läuft. Die muss man halt irgendwo einsetzen und in unserem Fall ist es da. Glaube ich zumindest. Nee, dann war es rechts. Dann war es da. In dem Bildschirmslot. Genau. Flonk. Und damit bekommen wir den Magisterstab und auch den Fraktura-Trigger, sage ich mal. Magisterstab ist natürlich wieder was für Yuna, aber nicht unbedingt gutes, glaube ich. Ja, im Fehler war 50%. Geht so. Geht auch besser mittlerweile. Okay, jetzt bin ich schneller damit fertig geworden, als ich eigentlich dachte. Was machen wir denn da jetzt noch fix? Ah, ich habe eine Idee. Soll jetzt keine Riesenfolge werden. Ich mache jetzt nur fix das eine noch. Das werde ich das in 8 Minuten schaffen? Ich weiß es nicht. Denke schon. So, also wir ungefähr immer so 20 Minuten anpeilen. Halt nicht Liste, sondern suchen. Und zwar, wenn man zwischen 11 und 16 X, also da, und 57,63 sucht, also da irgendwo, genau, findet man Yevon Temple Barge. Here we go. Und ich erinnere auch gleich an dieser Stelle daran, dass es hier ein Rätsel gab, was man in Elbet lesen konnte. Hab dann Folge 1 gesehen, am Ende. Müssen wir jetzt hier bloß zurücklaufen und dann nochmal ein bisschen schwimmen. Aber machen wir jetzt nicht, wir wollen jetzt dahin. Genau. Und hier ins Wasser hüpfen. Denn hier gibt es ein paar lustige Sachen. Puh. Ich hab's jetzt gerade gar nicht offen, das war jetzt einfach mal so spontan, dass ich mir so dachte, gehst mal hier hin. I almost got eaten by a fiend here. Payback time. I get the picture. Alright, let's go. Und Rico denkt wahrscheinlich bloß so, Männer. Okay. Also hier gibt es einerseits ein lustiges Versteck, was ich immer wieder suche, irgendwo am Rand. Vor allem, wenn ich gerade nicht meinen Guide auf der richtigen Seite habe, sozusagen. Aber egal. Oh, was ist denn das da? Sieht so komisch aus hier unten. Als ob da Wasser fehlt. Merkwürdig. Ich glaube, das da ist, oder? Genau, hier könnte man so reinschwimmen, aber es triggert noch nicht. Ja, das müssen wir erstmal austriggern. Den kennen wir auch noch aus Folge 2. Gius Geno. Ist ein lustiger Kamerad. An dem wir nicht unbedingt sehr viel Schaden machen. Sollte ihm ruhig mal beklauen. Gibt's immerhin Nesselsteine. So. Und dann können wir auch ruhig mal Panzerbrecher auf den machen. Ich glaube, dafür war er sogar anfällig. Wobei mir gerade auffällt, ich hätte davor speichern sollen. Naja. So, Persisschlag. Genau deswegen haben wir uns eingedeckt mit... Ja, hier, Zeug. Steinschutz. Todesschlag ist natürlich ein bisschen doof. Gut, wenn er nicht trifft. Okay. Einmal. Zweimal. Todesschlag. Ist mir jetzt egal. Stirbst du halt.
Und die machen Gemetzel, hoffen, dass wir dadurch ein Vernichten draus kitzeln. Oh, der macht aber viel Schaden. Mensch. Ich dachte, der macht weniger damit. Gut. Das war ein schönes Vernichten, so muss es sein. Hat halt 32.767 HP und ein paar böse Attacken, aber das schafft man auch ziemlich ungelevelt. Im Zweifel macht man Haska auf sich selbst und achtet darauf, dass man wirklich Steinschutz, Steinball hat. Je nachdem. Und dann ist das Problem bei der Gegner. Wir haben den Klimmerstab. Hoffen wir mal, dass das wenigstens was... Null Monster, genau. Sehr schön. Wollen wir auch gleich anlegen eigentlich. Auch wenn jetzt Yuna nicht dabei ist. Am besten, man hat ein Item dafür, Titus, Baka oder Riku. Weil Yuna zählt natürlich nicht für... Für Dingens. Für Wasser. Aber das ist jetzt hier relativ egal. Ich muss nur mal überlegen. Das müsste eigentlich das gewesen sein. Dachte ich zumindest. Nee. Sucht das jedes Mal aufs Neue. Weil es auch relativ versteckt ist. Dann war es das da, glaube ich. Ja, genau. Sobald die Kamera umschwenkt, weiß man, dass man richtig ist. So, Solaris Spiegel leuchtet auf. Nutzen wir natürlich. Und finden Lord Zwiebel, die ultimative Waffe für Lulu. Okay, und wenn wir schon mal hier unten sind, dann überziehen wir jetzt wahrscheinlich halt ein bisschen. Aber schwimmen halt wirklich zu dem Eingang hier. So. Denn hier gibt es ja noch was. Das ist ja ein Tempel, ne? Wir haben ja festgestellt, na gut, hier steht jetzt Meeresruinen, aber ich weiß ja, dass es Yevhen Tempel Baaj ist. B-A-A-J. Und da ist auch noch intakt. Sieh mal einer, guck. So muss das. So, 4 Megaphönixe. Dann habe ich doch noch einen Trigger ausgelöst. Verdammt. Und ein Feinelixier. Und dann muss man ja an diese tollen Dinger rantreten. Wobei ich eigentlich das anders in Erinnerung habe. Aber... Nee, nur anlaufen, okay. Dann sah das halt früher bloß nicht so schön aus. Und man muss halt jetzt einfach an jede Statue rantreten. Und wenn man den dazugehörigen Fraktura-Spheroiden hat, dann passiert was. Wir waren da fleißig und haben alle Tempel perfekt gelöst und dementsprechend haben wir auch alle. Der einzige, den man wirklich vergessen kann oder verpassen kann, besser gesagt, ist halt der in Bivel. Alle anderen kann man wieder nachholen. Da kann man halt später nochmal reingehen, theoretisch. Nur wird es zum Beispiel in Beset und Merkalan ja ziemlich anstrengend, da reinzukommen, sag ich mal. Kilika ist normal offen und was gab's noch? Jose auch. Da wo es Ixion gab. So, damit brechen wir das Siegel, da wir alle Fraktura-Spheroide gefunden haben und können in die Kammer der Astra. You are Maester Seymour's mother. So you know, yet still you seek my aid.
My son, do you not hate him? It is all right. He is the one who sowed the seeds of hatred. He is to blame. Sagte die Mutter über ihren Sohn. But I am at fault for letting him become what he was. He was always alone, half Guardo, half man. I wanted to give him the strength to live by himself. And so I became a Faith. But because I let him taste power, he began to thirst for more. He was not satisfied with my Aeon. He wanted more, more power. And he found Sin. Yes. Come, Summoner. I will bestow you with my power. The Dark Aeon, Anima. Destroy Sin and my son's obsession with it. Though it is small recompense for what I did to him. Und damit erhalten wir die Bestie Anima, Simos Mutter. Ja, mehr gibt es hier im Moment nicht. Ich glaube, man... Oder es ist hier eine Ausnahme. Gucken, ob man nochmal rein kann. Kann man. Denn in anderen Terminen bekommt man dann nochmal eine Belohnung, wenn man dann nochmal reingeht, aber kann natürlich sein, dass es hier nicht so ist. Muss schon mal nachschauen. Kann ich auch später nochmal nebenbei reingucken, ob dem denn so ist oder nicht. Guti, dann mal Rückweg. Und ja, wir haben jetzt Lord Zwiebel geholt, wir haben uns Anima geholt. Also Anima ist auch eine sehr starke Bestie, muss man dazu sagen. Ich meine, guckt euch an, allein schon von HP her und auch von den Stats her ist es ein Wahnsinnsvieh. Und hat auch einige coole Sachen. Also Chaos, die ist die wohl mit bekannteste Ekstase im Spiel, wenn auch nicht unbedingt die stärkste. Natürlich ist es nicht die stärkste, aber es ist die, wie sagt man, die Ekstase, mit der man durchaus mal einen Hit oder einen Schaden-Counter über 99.999 anzeigen lassen kann. Wenn man die verkürzte Anzeige anhat. So, zum Flugschiff. Guti, dann wär's das in dieser Folge, meine lieben Freunde. Wir waren wahnsinnig fleißig, also ich war heute wahnsinnig fleißig. Habe heute, glaube ich, 13 Folgen aufgenommen. 14. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann mal schauen. Ich weiß gar nicht so genau. Also laut Liste machen wir in der nächsten Folge Luftschiff-Kleinscheiß. Werdet ihr schon sehen, was da gemeint ist. Ich meine, einige von euch werden es wissen, aber Luftschiff-Kleinscheiß. Ja, also bis dahin, meine lieben Freunde. Macht's gut und tschüss. Listen to my story. This